Wir machen eine kleine Zeitreise ins Jahr 2005 mit der Mad. Hallo, meine lieben Freunde der gezeichneten Geschichte. Und ihr seht, ich habe euch die Neuauflage mitgebracht, eben aus dem Dezember 2005, mit der Titelstory 50 Fakten, die wir an Videogames hassen. Das ist quasi so die Schwerpunktausgabe zu Computerspielen und so. Aha, hier haben wir gleich mal Werbung. Ich glotz TV, foxtv.de mit Nina Hagen. Ja, ist halt lange her, ne? Fast 20 Jahre. Aha, ein bisschen Werbung haben wir hier, bei uns sind es nicht. Wie schlagen sich Spiele, Cracks in wahren Abenteuern, ne? Aber hier, das ist doch schon interessant, da 50 Fakten, die wir an Videogames hassen. Wir schauen mal rein. Was ist das Erste denn? Game Designer, die sich tierisch darüber wundern, dass sich so wenige Mädels für Videospiele interessieren, wo es doch gerade da jede Menge realistische Frauenbilder gibt. Die globetrottende Archäologin mit den Riesenmöpsen, die Weltklasse Beachvolleyballerin mit den Riesenmöpsen und die leicht umzunietende Nutte mit den Riesenmöpsen. Mädels sozusagen. Aha, was haben wir noch? Nummer 8. Hirnerweichende Kinosequenzen, als ob es notwendig wäre, einem Spieler durch 10-minütige miese Schauspielkunst und Schwachsinnsdialoge zu erklären, was ein Jump'n'Run bedeutet. Wir müssen ihn stoppen. Run! Yep, lass uns runnen, um ihn zu stoppen. Tja, okay. Aha. Wollen wir noch einen kurzen machen? Einen kurzen machen wir noch. Was sind jetzt 50? Spiele, die auf wirklich coolen Charakteren basieren und trotzdem total scheiße sind. Sie wissen schon, wie zum Beispiel Spy vs. Spy. Habe ich nicht gespielt, aber es wird sicherlich nicht groß gewesen sein. Aber wir sehen hier, die Zeichnungen sind wieder hervorragend. Das ist natürlich ein bisschen zusammengestückelt aus anderen Zeichnen. Das haben die immer gerne gemacht. Aber es ändert ja nichts daran. Das ist hier durchaus kreatives, lustiges Zeug aus der damaligen Zeit. Ein klassischer Don Martin neulich in der Wüste. Naja, gut. Dann haben wir hier, und da sehen wir wieder den Unterschied zwischen amerikanischen Zeichnungen und deutschen. Darüber kann man schmunzeln, wenn man will, bei Stefan Raab und so, aber es ist halt nicht so geil irgendwie, finde ich. Noch mehr Werbung für voyeur.de, was auch immer das gewesen ist. Daddelhallendeppen Persönlichkeiten. Der Veteran. Aha. Genosse freundlos. Aha. Naja, und da sind wir wieder, das ist eine amerikanische Zeichnung, die übernommen werden. Das ist ein anderer Stil wieder. Ne? Hier haben wir Spy vs. Spy in Farbe. Da haben wir wieder was Deutsches. Eine Sache wollte ich doch eigentlich noch zeigen. Wir blättern noch ein bisschen. Ah ja, hier haben wir Route. Den gibt es ja heute noch. Das ist ja auch so ein Klassiker. Haben die sich etwa über Vera lustig gemacht? Das werden sie wohl nicht gemacht haben. Vera am Nachmittag. Kennt das noch jemand? Symptome einer Videogamesucht. Haben sie mehr Mario-Tattoos, als es Versionen des Games gibt? Also Tattoos habe ich, aber Mario... Nee, Mario ist ja nicht dabei. Besitzen sie mehr Memory Cards als Lego-Steine? Memory Cards. Ich erinnere mich dunkel. Das gab es ja mal. Was haben wir? Waren sie jemals Ziel einer Final Fantasy Intervention durch eine Vereinte Nation? Naja, gut. Ah, hier haben wir ein bisschen wieder amerikanische Zeichnungen und so. Ja. Und was haben wir ganz hinten? Ganz hinten haben wir den Fruchtalarm. Ja, ja, Mia Sophie. Mama und Papa kennen dein Lied. Müller. Ja, das war also eine kleine Zeitreise in die 2000er. Ich finde ja, die Neuauflage hatte auch den Charme durchaus, aber kam natürlich nicht ins Original ran. Aber das sagen ja alte Leute immer. Früher war alles besser, wie es da war. Früher, als wir noch Schwarz-Weiß hatten, aber diese bunte Farbe, die macht doch alles kaputt. Na gut, bleibt dran. Wir schauen sicherlich die nächste Mal wieder weiter. Lasst mich auch gerne wissen, ob ihr mehr von der Neuauflage sehen wollt, aus den 2000ern quasi, oder lieber in die 70er, 80er und 60er reisen wollt mit den alten Ausgaben. Müsst ihr mal in meine Kommentare posten, dann weiß ich Bescheid, dann zeige ich euch da von mir. Ansonsten, bleibt dran und vielen Dank.